Was, grüßt euch, ich bin beim Ed. Schau, habe ich noch nicht drum. Keine Ahnung. Das ist doch, muss, die Brauerei muss dabei immer N sein und Augsburg in der Schuhe. Aber irgendwann ist schon mal gelaufen, weil die hat schon ein bisschen eine Farbe. Ja, funktioniert vielleicht. Der Testlauf trocken ist. Also nass ist es nicht. Und dann musst du halt da pumpen, bis der Ballon voll ist. Ja, ja. Knackert's gemacht, dann musst du rumsehen. Das ist das der Schocklappen. Die müsst unten sein beim Starten. Hast. Unten? Ja. Also ein Birkel, habe ich auch dabei. Ja, wenn dann musst du beim Kaltstart beim ersten Zug zum, wo ist die Pumpen? Die Pumpe ist unter dem da, schau. Siehst du da unten? Da kannst du drauf drücken. Ah ja. Eins, zwei. Bis der Ballon halt voll ist. Drei. So. Kann man die so starten im Liegen, oder? Na ja. Ein Ausschalter. Zack drin. Hat sie schon mal Mucker gemacht? Hast du gehört? Ja. Das war dann im Leerlauf. Brrr, das hat es mal ganz kurz gemacht. Spritzen wir nochmal ein. Und jetzt hier, Luft auf. Jetzt schauen wir mal, ob es funkt. Ob die Zündkerze einen Funken hat. Okay. Dann ist Luft- oder Spritzsache. Was hast denn du einmal gemacht? Hast du irgendeine Bremsflüssigkeit? Oder hast du einen Bremsenreiniger habe ich reingespritzt. Da kann man natürlich auch schauen, ob es. Beim Erststart ist das, oder wenn der Ringer nicht mehr gestartet worden ist. Du hältst jetzt den Finger hin, wenn du einen Stromschlag kriegst, dann ist es gut. Du hast halt schon einen gekriegt, Strom. Das Putz trocken. Also wahrscheinlich ist er. Du hast halt schon einen gekriegt. Ja, aber auf dem Strom, wo er steckt, steckt das nicht. Zeig mal den Starter. Okay. Vielleicht musst du ja mal durchreißen, was das frisch zusammenbaut. Ich glaube, dass ich das einmal das Bier richtig abkläre. Ich habe das Gemisch schon so gemacht. 300 habe ich Benzin rein, ja. Und bis da habe ich. Das ist viel zu viel Öl drin. Das ist zu viel Öl drin, oder? Ja, ja. Das tun wir jetzt wahrscheinlich noch mal raus, machen wir noch mal frisch oder tun wir ein bisschen einen Sprit noch drauf. Wenn ich hätte gehabt, hätte ich am Schlauch gestanden. Ja, aber wenn man natürlich. Ich kenne das Mischungsverhältnis von Beton, gell, von ja, Erdloch, aber mit Öl hat es mich halt da. War aber Gott sei Dank eine Kleinigkeit eigentlich und jetzt rennen wir es. Ja, Helmut, jetzt habe ich da noch ein Bier für uns, das wollen wir jetzt mal testen. Alzeier Volkerbräu, da gibt es ein bisschen was zum Song dazu. Okay. Das kommt aus dem größten Weinanbaugebiet der deutschen Toskana. Das habe ich vom Leo und vom Luis schon länger mal gekriegt. Das trinken wir jetzt, bevor es umsteht. Alles klar. Und zum Nana Alzeier, das muss ich kurz nachschauen, ist eine Figur der Alzeier aus der Nibelungensaga, ein burgundischer Ritter also. Also ist ein Ritter auf der Flasche drauf und ungewöhnlich, 1 Liter in der Bügelflasche und das testen wir jetzt rein. Also, da ist meine Kamera. Luis und Leo, Dankeschön, gell? Schönen Dank, dass ich es auch probieren darf. Checken wir jetzt ab. Schauen wir, ob das schon blubbt. Ja. Liebe Lungen sagen, ist schon Zeit, sucht der Krieger raus. Ja, schauen wir mal, ob man von der Farbe her sieht. Wir Bayern sind ja da eher ein bisschen kritisch, gell? Über ausländisches Bier. Ja, aber das hat schon mal eine schöne Farbe. Schauen, ja. Schauen wir das auch gut. Ja. Ja. Machen wir noch was rein. Schaut gut aus. Ja, echt gut schaut aus. Fast so wie so ein Märzen von der Farbe. Ja. Okay. Das ist ein Wiesenbier, gell? Ja. Ja. 13,70 Euro sind Maßheuer kosten. Bis 13, ja. Haben sie in der Zeitung gebracht. Von 12 bis 13 oder also sogar 80. Also Prost auf unseren Erfolg. Prost, Prost. Prost. Gott sei Dank laufen die Sensen, gell? Bisschen säuerlich, gell? Sehr sauer. Ich glaube, dass das nicht gefiltert ist. Ja. Das ist auch Kellerbier. Das Schlimmste, was passieren kann, dass wir Durchfall kriegen, gell? Egal. Nein, es macht nichts. Ja. Prost. In Russland waren wir froh gewesen, wenn wir das gehabt haben. Das ist der, glaub.
mitgebracht hat mir der Helmut nur die Kanzlermischung, auf die war ich scharf, um mal zu testen, weil ich eben mit dem Saumagen erst einmal gemacht habe und jetzt eine Pfälzer Schorle mal machen möchte und da möchte ich die testen. Aber heute nehme ich was anderes. Was darfst du empfehlen? Hype Major, was ist das? Du kannst da schon die Kanzlermischung machen. Okay, nehmen wir es gleich mal. Ich werde jetzt mal den Klassik rauchen, der ist auch von Falkum. Den mag ich auch recht gern. Das ging halt alle ein bisschen so in die dänische Richtung. Ja. Der ist ein bisschen, ja, mal, ein bisschen weniger aromatisiert. Mhm. Herr Helmut, jetzt, wenn es dann mal das Wasser warm ist und jetzt mal schießen, müssen wir ja ein Sommervideo machen miteinander. Ja, auf alle Fälle. Das, ja. Was du mich letztes Mal besuchen wolltest, das war wirklich super gewesen. Aber da war ich in Schwarzwald bei meiner Tochter. Ja. Weil da grün wir ein bisschen was, verstehst du? Ja, ja. Das ist auch kein Thema nicht. Vielleicht Schwabtschitschi, aber jetzt ein Schwabtschitschi mal schießen. Ja, ich hab's gesehen, die ist super. Geht rückzug. Du magst ja Lamm, gell? Mhm. Brauch ich immer ein Lorlamm essen. Ein Mann mit Stolz zündet mit Holz, weißt du das? Ja, hab ich auch mal gehört. Ja, das ist mit dem. Der Kuh stopft jetzt da. Der rumpelt zwar schon überall, gell? Ja. Das ist wieder der dicke Helmut, den wir geraucht haben, die Mischung, oder? Ja, Helmut Kohl. Kamera ausgestiegen? Bei mir? Nein, meine läuft. Ah, was kenn ich? Biertisch habe ich erst gekauft, die große Bank. Ja, das ist ein bisschen wie die normale. Ja, Blumenbau, ne? Tomate kommt, ja? Mhm. Nicht arg aromatisiert, das ist ganz dezent. In der alten Stendal, Army Band. Ja, schon ein Chrom habe ich da. 109. Chrompfeife. Schön. Lackiert. Mhm. Der war schwierig. Da habe ich noch einen Tabak, den hat der Hasser mal vorgestellt. Mhm. Den, der ist auch von Falkum, den Type Major. Übrigens, da gehe ich heuer hin. Kaltenberg, Military Tattoo, wo die ganzen Militärkapellen spielen in der Arena. Okay. Mhm. Jetzt sind aber die Ritterspiele zuerst einmal, mhm, oder? Mhm. Gehst du da hier, oder? Ja. War ich lange nicht mehr. Es ist so schwül heute, gell? So dampfig. Ja. Und das Trinken nicht vergessen, die Beine. Prost. Prost. Prost auf euch. Also den Klassik vom Falkum kann ich auch noch empfehlen, gell? Ist wirklich gut. Du willst nicht mehr, wie kannst du mich schon? Gut, gell? Ja. Der Raumduft ist ja gigantisch, das sagt ich ja. Also der ist von der Kanzlermischung, auch vom Classic, muss ich sagen. Major sowieso, gell, also der ist schon. Und das ist der Prime Selection Nummer 10 habe ich noch mit dabei. Der ist ein bisschen mit Zitrone, ist der Sommertabak, ja, reiner Sommertabak. Ja. Ja, und da haben wir hingedacht, weil so viel brauche ich auch nicht allein. Das teilen wir uns auch nicht zwei und fertig. Ja. Ja. Und dann auch eine Tüte und ein bisschen was halt. Ja. Zum Abchecken. Das ist schon wieder Zeitung her. Ja. Unser Ding, Falkum-Video, ja, oder? War das letzte Video, was wir gemacht haben. Ja. Ja. Jeder hat was zum Tag, ja? Ja, es ist. Es wird schon ein bisschen lieblicher. Zungenfreundlicher. War jetzt ganz toll, Ed. Ja. Das kommt einfach. Mich hat es gefreut, dass es funktioniert hat. Ja, weil es eine neue Maschine war und ich hätte es halt dann zurückgeben. Ja, also ja, aber der Ärger. Ja, klar ist der Ärger. Das, ja. Was wir da alles zusammenbauen, ja, auseinanderbauen, weißt du, wie viele Originalkartone. Mal liebe Grüße an den Rolli. Ja. Hoffe, dass dein Schäuferli was geworden ist. Nein, dem schicken wir jetzt dann ein Beutel. Genau. Oder machen wir kurz ein Handyvideo. Wir schalten jetzt dann eh ab, weil genau. Das, bis wir das alles durchgeraucht haben und das Bier weg haben, das dauert eh. Dauert eh Zeit und dann, genau, so machen wir das. Gell? Also macht es gut.
bis demnächst einmal. So schaut's aus. Für eine größere Aktion. Genau. Sauwitzig, ja. Aber jetzt lasst es richtig runter, ja. Wahnsinn doch. Ja. Haben wir Glück gehabt jetzt. Ja. Ja. Aber uns regen es nicht an, gell? Wir regen es nicht. Genau. Ja, ja. Mein Freund. Aber das ist ja auch, die haben jetzt nicht.